In den allermeisten Regionen in Deutschland haben wir noch eine gute ärztliche Versorgung. Aber wir wissen heute schon, die meisten Hausärzte sind über 55. Das heißt also, in 10, 15 Jahren wird es richtig schwer. Und deswegen schauen wir, wie können wir es attraktiver machen, aufs Land zu gehen. Da geht es um Geld, da geht es aber auch um Arbeitsbedingungen. Wie oft habe ich Notdienst am Wochenende, im Monat? Muss ich in dem Ort wohnen, wo meine Praxis ist und anderes mehr? Und einen Teil davon wollen wir jetzt im Versorgungsgesetz regeln und erleichtern. Unser Ziel ist es, dass wir in den wenigen Stadtteilen, Hamburg Mitte, in Tübingen, bei mir in Münster, wo wir wirklich eine Überversorgung haben, wo es objektiv sehr, sehr viele Ärzte gibt, dass dort, wenn ein Arzt aufhört, auch mal eine Praxis geschlossen werden kann. Dann haben wir Budget, dann haben wir Ressourcen, um im Münsterland dann auch mal eine Praxis zu fördern. Aber da geht es wirklich um Einzelfälle. Und in jedem Einzelfall kann die Ärzteschaft auch widersprechen. Das heißt also, die Panikmache, die wir im Moment erleben, die ist völlig überzogen. Wir haben in manchen Regionen in Deutschland echt lange Wartezeiten auf einen Facharzttermin. Das ist das größte Aufregerthema im deutschen Gesundheitswesen. Es gibt kein Thema, wo die Leute sich mehr aufregen, vor allem wenn der Nachbar übermorgen einen Termin hat, weil er Beamter ist, weil er privat versichert ist und ich muss 4, 6, 8 Wochen warten. Und da wollen wir gemeinsam mit den Ärzten eine Anlaufstelle haben, eine Terminservicestelle, wo ich als Patient mit Überweisung anrufen kann. Und die soll helfen, dass man in den nächsten 4 Wochen einen Facharzttermin bekommt. Und in den allermeisten Regionen wird das schon deutlich lindern, was sich so Patientenströme besser verteilen. Wir geben eine regelhafte Zweitmeinungsoption für den Patienten. Das heißt, bei einer Rückenoperation, bei einer Hüftoperation, wenn die angezeigt ist, dass der Patient das Angebot bekommt, noch einen zweiten Arzt aufzusuchen, eine neutrale Meinung zu kriegen, ob die OP wirklich nötig ist, weil wir im Moment viel zu viele Operationen in Deutschland haben. Bei den Hebammen versuchen wir, die Situation zu verbessern, sie finanziell zu entlasten, weil sie sehr hohe Versicherungsbeiträge zahlen, sodass wir da noch eine ganze Reihe von anderen Maßnahmen im Gesetz haben, um eine gute Versorgung in Deutschland sicherzustellen.